Karibisana, ein herzliches Hallo aus Sansibar, meiner zweiten Heimat, wo ich meine Bücher schreibe. Ich bin hier in Stone Town, da lebe ich die Hälfte des Jahres und ich melde mich, weil das nächste Buch schon bald erscheint, und zwar am 13. April. Es heißt Der Bruder und ich werde in vier kleinen Videos verraten, worum es in Der Bruder geht und zwei, drei kleine Szenen daraus vorlesen. Jetzt bin ich auf dem Weg ins Café Foro, wo ich jeweils frühstücke und etwas am Buch arbeite. Und da werde ich eine erste Szene aus dem Buch vorlesen. Ich bin jetzt hier im Café Foro, meinem Stammcafé in Stone Town in Sansibar, wo ich jeweils Frühstück esse, meistens ein Avocado-Toast und ein Masala-Chai und sehr, sehr oft auch an meinen Büchern schreiben. Und das neueste Buch, wie gesagt, das ist Der Bruder. Es erscheint am 13. April. Und dieses Buch möchte ich euch jetzt gerne ein bisschen näher vorstellen. Der Bruder, wie meine früheren Romane auch, basiert zu einem gewissen Teil auf einem wahren Verbrechen, und zwar auf einem großen, schlimmen Verbrechen. In der Schweiz sind nämlich in den 80er Jahren zahlreiche Kinder und Jugendliche verschwunden oder ermordet worden. 11 dieser Fälle sind bis heute nicht geklärt. 7 dieser Kinder wurden nie gefunden. Auf dieser schrecklichen Mordserie an den unschuldigen Kindern, das war die Inspiration für dieses Buch, auf denen beruht meine Geschichte. Heute lese ich eine erste kurze Szene aus dem Buch vor, das ist eine Premiere. Und zwar beginne ich genau dort, wo auch das Buch beginnt, mit dem Prolog. Bist du soweit? Ich bin soweit. Die beiden Männer schauen sich in die Augen. Ihre Blicke bleiben ein paar Sekunden zu lange aneinander haften. Ein Räuspern, sie reißen sich los und steigen aus dem Wagen. Der Schrei eines Kauzes zerschneidet die Stille der Nacht. Der Mond ist halb voll, der Wind treibt die Wolken vor sich her und spielt mit ihm Verstecken. Die Schatten der Bäume kommen und gehen, ihre Äste ragen in den Himmel wie die knochigen Finger längst verstorbener Seelen. Schon bald werden sie wieder Blätter tragen. Die Männer treten hinter das Auto. Schwarze Gestalten ohne Gesicht, nur schemenhaft heben sie sich vom Dunkel ab. Sobald eine Wolke den Mond verdeckt, verschmelzen sie mit der Nacht. Ich werde es alleine tun, sagt der eine, während er den Kofferraum öffnet. Ein Flüstern nur. Er beugt sich hinab, hebt das Kind behutsam hoch. Wie leicht es ist. Bist du sicher? Ganz sicher. Findest du die Stelle? Der Mann nickt. Dann geht er. Das Kind auf den Armen in den Wald hinein. Er kennt den Weg, kennt fast jeden Baum hier, weiß auch, wo der Wald am einsamsten liegt, wo nie jemand hinkommt. Dort will er hin. Nach 15 Minuten erkennt er den Spaten, der wie eine Art makabres Grabkreuz aus dem Boden ragt. Ein richtiges würde es für dieses Kind nie geben. Daneben die Grube, die er zuvor ausgehoben hat. Er legt das Kind behutsam darin ab, bettet den Kopf auf feuchtes Laub, streicht ihn mit der rauen Hand über die Stirn. Ein letztes Mal. Der Mann richtet sich auf, ein Schluchzer drängt seine Kehle hoch, er schluckt den Schrei hinunter. Keine Tränen mehr. Der Brief. Er zieht ihn aus seiner Jackentasche, klaubt die Zündhölzer hervor, weiß, was zu tun ist. Doch er zögert. Es geht nicht. Langsam steckt er die Zündhölzer wieder weg, tastet seine Taschen nach etwas Nützlichem ab und stößt auf die metallene Box mit den Hustenpastillen. Öffnet sie, schüttet die Pastillen auf den Boden, faltet den Brief so oft, bis er in die Metalldose passt und legt sie dem Kind in die Hand. Dann beginnt er, mit dem Spaten die Grube zuzuschaufeln. Die Erde, die auf den toten Körper fällt, verursacht ein unangenehmes Geräusch. Eine halbe Stunde später macht er sich auf den Rückweg. Schon von Weitem sieht er die Zigarette glimmen. Ein kleiner roter Punkt, wenn der Rauch in die Lunge gezogen wird. Zurück beim Wagen schweigen sie beide, denn für das Geschehene lassen sich keine Worte finden. Dann steigen die Männer ins Auto und fahren zurück ins Dorf. Keine der beiden wird diese Nacht je wieder erwähnen. So viel gibt es heute von mir aus dem neuen Buch Der Bruder. Das nächste Mal werde ich verraten, dass natürlich auch der blinde Nathaniel wieder mit von der Partie ist, ebenso wie die Rechtsmedizinerin Irena Jund, die dieses Mal eine ganz besondere Rolle hat. Nathaniel, so viel sei verraten, der wird sein Leben ziemlich auf den Kopf stellen. Es geht um die Liebe, es geht um eine Hochzeit, aber er heiratet nicht die Frau, die er gerne lieben, die er liebt. Und Sie sehen, wie immer, es ist ein bisschen kompliziert mit der Liebe. Aber dazu verrate ich im nächsten Videoclip mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder in Sansibar.